Leute, ich bin gerade aufgewacht und ja, ich habe ganz gut geschlafen. Allerdings bin ich erst um 2 Uhr eingepennt und jetzt ist es gerade um 7 und jetzt werde ich erstmal unter die Dusche hüpfen und mich fertig machen und dann geht's auch schon los. Ich freue mich ja, beim Tattoo habe ich ganz gut geschlafen. Ich muss jetzt nur warten, eigentlich müsste ich es jetzt eincremen. Aber ja, ist jetzt ein bisschen blöd, deswegen, weil ich keine Creme mit habe. Die bringt Tobias mir gleich mit. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß und... Oh, mein Wecker ging schwer. Und los geht's. So, guten Morgen. Jetzt nochmal richtig wach und so. Ich muss hier gerade mal kurz mein ganzes Glätteisen-Gedöne einsammeln. Ja, ich habe jetzt gerade meine Sachen schon mal gepackt, weil ich jetzt gleich kurz runter in die Lobby gehe, weil die Laura jetzt gleich kommt und meinen Koffer abgebe, weil ich eh um 11 Uhr auschecken muss und dann wird erstmal gefrühstückt. Ich glaube, sie hat auch noch nichts gegessen. Und das Wetter ist jetzt gerade noch ein bisschen, hoppala, voll gegen die Scheibe, ein bisschen bewölkt, aber das hoffentlich legt sich gleich. So, und wie gesagt, Laura kommt jetzt gleich, ich freue mich schon total, ich werde jetzt gleich in der Lobby mein Intro drehen und ja, dann werden wir frühstücken und dann geht's auch direkt schon los, shoppen. Und ja, dann wird Tobi gleich irgendwann dazu stoßen. Ja, und danach geht's zum Ballsaal und dann gibt's das coole Cinderella-Shooting. Und ja, jetzt werde ich auf jeden Fall mich fertig machen, beziehungsweise auf den Weg nach unten machen. So, tschüss Hotelzimmer. War schön, dass es dich gab. Nochmal gucken, habe ich alles, weil ich lasse ja sehr gerne mal die Socken liegen oder so. Ja, also raus und auf ins Vergnügen. So Leute, wir sitzen jetzt hier gerade beim Frühstück, beziehungsweise holen uns gerade Frühstück und die Laura, die ist auch schon dabei und ich zeige sie euch jetzt mal. Und ja, wir wollen jetzt frühstücken. Willst du Hi sagen? Hi! So, und ja, sie ist jetzt da und es ist alles super und wie gesagt, wir frühstücken jetzt erstmal und dann geht's auch direkt schon in die City und dann würde ich sagen, viel Spaß. Ich habe mir jetzt ja, ein bisschen was geholt. Ein Kaffee natürlich, der darf bei mir ja mittlerweile nicht mehr fehlen. Rührei, Tomate, normales Ei, Joghurt mit Früchten und Müsli. So, und ja, wir werden jetzt zusammen essen. So Leute, wir sind jetzt gerade im KDW und sie darf jetzt fleißig shoppen. Wir sind jetzt gerade mal zu Topshop gegangen. Und gucken jetzt einfach mal, ich werde jetzt hier mal so ein bisschen filmen für das Hauptvideo. Das verlinke ich euch dann auch, sobald es online ist. Und ja, mal gucken, was wir heute so für sie finden. H&M Shoppingzeit. So, sie läuft jetzt hier gerade rum und schaut einfach mal. Sie hat ja von uns also 250 Euro zum Shoppen gekriegt. Und ja, jetzt gucken wir mal, ne? Sind hier fleißig am Filmen. Ich freue mich auf das Video, das wird schön. Wir haben mega viel Spaß deswegen und jetzt verfolgen wir sie. Na, fühlst du dich beobachtet? Kaum, ne? Ich hänge die ganze Zeit hier mit der Kamera so wie eine Gestörte. Aber so ist das. Nicht schlimm, das ist gut. Tobias ist da. Da ist Hallo. Er. Und warte, du hast noch gar keinen Kussprogramm. Oh. Und ja, wir sind jetzt hier gerade vom Ballsaal-Studio und da wird jetzt geshootet gleich. Sie kramt jetzt gerade in ihrer Tasche, weil ich blöde Nuss die ganzen Bobbypins vergessen habe. Müssen wir jetzt mal gucken, kriegen wir aber schon irgendwie hin. Tobi mampft gerade einen Croissant. Wir werden jetzt gleich reingehen und ja, waren eben noch mal ganz kurz bei Starbucks und haben kurz uns noch einen Kaffee und einen Croissant und noch, was hattest du? Hibiskus-Tee. Und ja, jetzt geht's rein und ich freue mich. Und das wird cool. Freust du dich auch? Ja, natürlich. Sehr gut. Ich freue mich. Tobi kriegt gleich ein Tütü an. Mhm. Doch, das sieht bestimmt voll süß aus. So Leute, jetzt seht ihr die Maren, wie sie gerade dabei ist zu drehen. Mit einem professionellen Kamerateam, was mich einfach gleichzeitig unterstützt. Jetzt haben wir einfach noch das bessere Equipment mit dabei. Hast du sie? Ja, jetzt haben wir sogar... Wir haben jetzt... Ich doof, ne? Ich habe die ganzen Bobbypins vergessen. Jetzt haben wir sogar welche mit Glitzer. Ah, perfekt. So, okay.
ja, jetzt wird gedreht, das Intro. Und ich glaube, Tobi hat euch schon ein bisschen was erzählt, weiß ich nicht. Ne, ich habe nur gefilmt, dass der Koffer gerade gekommen ist. Ja, der Koffer ist da, Gott sei Dank. So, und, ja, und ich habe gesagt, dass du das sehr professionell gerade alles machst. Oh, aber natürlich, ne? So, die jetzt. Maren, die bleibe ich. Hier, nicht in den Mund nehmen. Du wolltest sie gerade in den Mund nehmen. Nein, wollte ich nicht. What do you do? Ich mache gerade den Pinsel sauber. Ist es auch bei euch hier etwas zu kalt oder? Nö, ist alles super. Alles angenehm, ist richtig gut. Ja, alles toll. Das ist mal die man hat. Nee. Ja, das ist der Chef. Action. Was willst du haben? Ich brauche Musik. Für mehr Happiness. Aber wir haben beide so Hunger. Ich wechsle die mal hier ins Grötchen. Soll ich halt? Nee, ist okay. Soll ich dir das holen? Bitte. Nee, wir gehen ja gleich essen. Also, passt. Wir sind ja typisch Mädchen. Ne? Typisch Mädchen heißt typisch. Hunger. Hallo! So, wir vloggen gerade. Und ich muss jetzt hier mal die Kameras tauschen, damit ich hier auch das Shooting ein bisschen mitfilme. Ja. Ich glaube, du machst sie nervös. Ich geh mal wieder raus. Sei du selbst, sei frei wie ein Vogel. Wir shooten jetzt gerade und sie macht das so schön. Das sieht einfach unglaublich toll aus. 1, 2, 3. Sehr schön. So Leute, wir sind jetzt gerade im Restaurant gekommen. Essen jetzt. Sie ist schon fleißig am Mampfen, er ist schon fleißig am Mampfen. Und zwar mampfen wir hier gerade Pizzabrot und danach kommen unsere Pizzen. Und ich gehe einmal hier so hin. Und ja, wir haben wunderschöne Musik hier laufen und ja, haben einen wunderschönen Tag gehabt. Also hat es dir gefallen? Ja. Es hat dir gut. Gut, dann ist perfekt. Dann ist alles super gelaufen. Und ja, wir werden jetzt wie gesagt den Abend ausklingen lassen, deswegen mache ich jetzt auch die Kamera direkt wieder aus und beschäftige mich jetzt erstmal nicht mehr mit der Kamera. Und ich wünsche euch jetzt einfach nur noch ganz viel Spaß gleich beim Rückflug und dann heute Abend noch. Ihr könntet uns ja mal guten Appetit wünschen. Genau, danke. Schreibt uns jetzt mal in die Kommentare guten Appetit. So, wir sitzen jetzt gerade bei Starbucks. Tobi hat seinen 5 Minuten. Und auf jeden Fall, wir haben uns jetzt hier gerade ein bisschen was zu trinken geholt. Müssen jetzt noch ungefähr, ich weiß es jetzt gar nicht wie lange, 30, 40 Minuten warten, bis Boarding ist. Und dann können wir auch schon ins Flugzeug. Wir haben alle zusammen jetzt die erste Reihe bekommen, sodass wir auch alle zusammen sitzen können. Und dann geht's zurück nach Köln. Ich möchte nur was sagen. Was möchtest du sagen? Ich hasse sowas. Der vorletzte Vlog, ich glaube, ohnmächtig. Genau der. Guckt mich an. Das ist Maren. Es ist einfach so, aber dafür liebe ich sie. Also macht euch da nicht so viele Gedanken drüber. Ja, sie ist manchmal ein bisschen lustig und ich find's einfach lustig und es ist lustig. Bis gleich. Sitzt jetzt im Flugzeug und Tobi ist ernsthaft gerade ins Cockpit gegangen. Hier ist der Beweis. Und hat sich da einfach gerade so, also, kann ich mal kurz ins Cockpit? Einfach mal so rein. Ich bin reingegangen, ich hab gesagt, guten Morgen, hier ist euer Captain. Ja, und jetzt sitzen wir drei hier ganz vorne, haben gemütliche Beinfreiheit. So ihr Süßen, ich habe jetzt gerade mal die Kamera weggepackt. Die Laura, die ist jetzt auch mittlerweile schon gegangen. Die hat ja keinen Koffer aufzugeben und es ist jetzt schon fast 11 Uhr. Ja, sie war todmüde. Wir sind todmüde, wir warten jetzt nur noch auf unseren Koffer. Und dann steht der Koffer schon da vorne und wartet auf uns. Ja, so viel dazu. Mais, bist du müde? Ja, ich bin auch todmüde eigentlich. So ihr Süßen, ich weiß, es sieht jetzt gerade ein bisschen gruselig aus, ein bisschen The Grudge. Alter, sah das gerade schlimm aus. Ja, ich bin jetzt gerade im Bett und ich werde jetzt schlafen gehen. Tobi ist noch unten und der guckt jetzt gerade noch um irgendwie eine Reportage oder irgendeinen Film, ich weiß es nicht. Ne, Sache ist halt einfach, ich kann beim Fernsehen so schlecht immer einschlafen. Gut, ich bin jetzt zwar so müde, dass ich sagen kann, ich glaube, ich könnte einpennen, aber er ist jetzt so lieb und guckt jetzt einfach unten noch seine Reportage zu Ende und dann kommt er hoch. Ich hoffe jedenfalls nicht, dass er einpennt unten. Ja, und die kleine Mupfel, die sitzt da
und guckt ein bisschen durch die Gegend. Ja, und ich werde jetzt schlafen gehen und es war echt ein super toller Tag. Und ich würde jetzt sagen, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schlaft gut und bis morgen. Tschüss.